Tag, ein neues Abenteuer. Denn irgendwo brennt immer ein Feuer. Doch Kira geht der Wahrheit auf den Grund. Mit offenen Augen und ganz viel Neugier, mit dem Kopf durch die Wand, durch die Tür. Doch wenn sie fällt, fällt sie bestimmt nicht auf den Mund. Hey Kira, schreib mir was hin. Verstehst, fragst du so lang, bis du's weißt. Eine wie Kira, die gibt niemals auf. Du kannst wirklich nerven und genau das macht dich aus. Die Welt braucht deine Fragen und wir freuen uns drauf. Egal wo du bist, wenn du schreist, bist du zu Haus. Hey Kira, schreib mir was hin. Leute, sagt mal, was ist für euch eigentlich Weihnachten? Was muss einfach sein, damit echtes Weihnachtsfeeling aufkommt? Habt ihr bestimmte Rituale? Gibt es ein besonderes Essen? Oder sind es einfach die Menschen, mit denen ihr Weihnachten verbringt? Als angehende Reporterin finde ich das total spannend. Darum habe ich in meinem Newsblog, der Internetzeitung für meine Freunde, eine Umfrage gestartet. Wie sieht euer Weihnachten aus? Ich bin schon gespannt auf die Antworten. Wie mein Weihnachten aussieht? Tja, die Orte wechseln. Mein Paps und ich ziehen ja ständig um, seit ich 4 bin. Aber egal, wo wir sind, an Weihnachten haben wir unsere festen Rituale. Heiligabend macht Paps seine Gans à la Johannes. Einen Tag vorher kaufen wir einen Baum und schmücken ihn zusammen. Wenn es einen Weihnachtsmarkt gibt, wird er besucht. Und dieses Jahr wollten wir mit einem fetten Brunch ins 4. Adventswochenende starten. Jetzt muss Paps nur noch rechtzeitig aus London zurückkommen. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Da komme ich also am Samstagvormittag aus dem Supermarkt. In jeder Hand einen Einkaufsbeutel und in einem liegen oben auf frische Zimtbrötchen. Mmh, was für ein Duft. Dazu das leichte Schneegeriesel, das gerade eingesetzt hat. Schwupps, schon ertappe ich mich dabei, wie ich ein Weihnachtslied pfeife, während ich zu meinem Roller gehe. We wish you a Merry Christmas and a... Oh, Laura, hab ich gar nicht gesehen. Was? Kira Kolumna hat ihre Augen mal nicht überall? Das wäre ja das erste Mal seit ihr über uns eingezogen seid. Tja, die Magie des Winters. Sobald es schneit, wird man sofort wieder Kind? Absolut. Ja, mir geht's genauso. Meine Kunden haben auch seit Tagen nur ein Thema. Endlich mal wieder weiße Weihnachten. Könnte klappen. Apropos Kunden, hast du den Laden heute nicht offen? Doch, doch. Aber Frau Machnikowski... Die coolste Rentnerin von Südberg. Ich meine... Schon gut, das trifft's. Sie hat vorhin angerufen, ob Lars oder ich ein paar Einkäufe für sie erledigen könnten. Bei dem Wetter traut sich die Ärmste nicht allein vor die Tür. Und Lars hat auch Angst vor Schnee? Mein Sohnemann ist bei einem Freund.
Ah, bestimmt zum Zocken. Mhm, vermutlich. Schon schräg. Wozu sich eigentlich treffen, wenn man sowieso nur auf Bildschirme starrt? Tja, Mysterium, Jungs. Und alle Mädchen dieser Welt, inklusive Mütter, warten nur darauf, dass eine junge Reporterin wie du es löst. Sorry, Laura, nee, ich habe heute schon was anderes vor. Gibst du eine Weihnachtsfeier? So wie du bepackt bist? Nein, nein, mein Paps und ich brunchen. Er kommt heute aus London zurück. Ah, war er schon wieder unterwegs? Mhm. Ausgerechnet in der Woche vor Weihnachten. Da hatten wir eigentlich was anderes geplant, aber... Aber heute kommt er ja zurück. Ja, jetzt müsste er schon irgendwo über Frankreich sein. Na, dann will ich dich nicht aufhalten. Nur eine kleine Frage. Dieser Zimtduft... Zimtbrötchen vom Bäckerstand. Danke. Also dann, lasst es euch schmecken. Und grüßt den Herrn Matheprofessor von mir. Gerne. Während Laura im Supermarkt verschwindet, verstaue ich meine Einkäufe auf dem Gepäckträger. Ich habe mich gerade auf den Roller geschwungen und den Motor gestartet, da... Oh, wer ist denn das? Was, Paps? Hallo, Kira? Hallo? Bist du früher gelandet oder bist du etwa noch in London? Leider letzteres. Ah, okay. Und wie viel Verspätung habt ihr? Nun, bedauerlicherweise keine. Sonst hätte ich es womöglich noch geschafft. Wie geschafft? Nee, halt mal. Du hast den Flug doch nicht etwa verpasst. Naja, du weißt doch, dass ich meinen Ausweis in meinem Hotelzimmer safe einschließe. Ja, und? Ich war leider schon fast am Flughafen, als es mir eingefallen ist. Wie bitte? Das heißt also, zurück zum Hotel plus zurück zum Flughafen gleich Flug verpasst? Das bringt es leider auf den Punkt. Okay. Und wann fliegst du jetzt? Ich habe gerade einen Flug für Montag gebucht. Montag? Das ist übermorgen. Ja, leider war das heute der letzte Flug und morgen ist komplett ausgebucht. Verstehe ich gar nicht. Na toll. Und ich habe gerade alles für unseren Brunch eingekauft. Oh, Kira, ich bin wirklich untröstlich. Hallo? Wer muss hier getröstet werden? Oh, schöne Bescherung. Aber nichts zu machen. Wie ich es hasse, nichts tun zu können. Oh. Ich fahre also mit den himmlisch duftenden Zimtbrötchen nach Hause, die, bis mein Paps da ist, nur noch schrumpeliges, altes Gebäck sein werden. Vor unserem Haus angekommen, treffe ich Sirdan. Er war bis vor kurzem auf unserer Schule und hat im Frühling Abi gemacht. Zurzeit jobbt er als Paketbote. Oh, hallo Kira, was für ein Glück. Hi Sirdan. Du sag mal, würdest du vielleicht die Pakete hier für die Nachbarn annehmen? Ich wollte sie bei Laura abgeben, aber hier steht, bin gleich zurück. Oh, wenn es sein muss. Aber wirf Zettel in die Briefkästen. Ich habe keine Lust, den Weihnachtsmann zu spielen. Sorry, ich kann auch woanders fragen. Nee, ist schon okay. Ich trage dir die Pakete natürlich hoch. Und deine Einkäufe auch, wenn du magst. Sirdan ist echt extrem höflich. Konnte man von mir gerade nicht sagen. Auf dem Weg nach oben sagt er dankenswerterweise nichts. Zum Abschied wünscht er mir noch einen wunderschönen Tag. Ich ringe mir ein schiefes Lächeln ab. Dann bin ich mit meinen nutzlosen Einkäufen und den Weihnachtspaketen anderer Leute allein. Und jetzt? Ob ich... Oh. Was denn noch? Du, Kira... Oh, Nele, sorry. Ich dachte, du bist mein Vater. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Mir ist gerade was passiert. Das glaubst du nicht. Ja, mir auch. Sie... Hast du etwa auch so ein geheimnisvolles Geschenk bekommen? Hä? Was denn für ein Geschenk? Sirdan hat mir heute Vormittag ein Päckchen gegeben und nun frage ich mich schon die ganze Zeit, von wem das ist. Na, von Sirdan. Hast du doch gerade gesagt. Nein, er hat es nur gebracht. Ach so, klar. Sorry. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Oh, ist alles okay bei dir? Mehr oder weniger. Eher weniger. Du, sag mal, Nele, hast du eigentlich schon gefrühstückt? Ja, warum? Ach, eigentlich wollten mein Vater und ich heute schön brunchen, aber Herr Professor kommt nicht aus London weg. Ach so. Du, Kira, also ich habe jetzt auch nicht so viel gefrühstückt. Na dann, Spiegelei oder Rührei? Kennt ihr das, wenn ihr euch blöd fühlt und eine Freundin euch auffängt? Einfach unbezahlbar. Nele und ich gehen in eine Klasse und sie wohnt mit ihrer Mutter nur ein Stück die Straße runter. Obwohl wir ziemlich verschieden sind, verstehen wir uns echt gut. Eine halbe Stunde später stehen Nele und ich in der Küche und plaudern beim Rührei-Brutzeln.
Das riecht echt unglaublich lecker. Danke. Das ist spanisches Gemüserührei. Ein überliefertes Rezept von meiner Mutter. Stimmt, sie war Spanierin, oder? Mhm. Du, wie ist das eigentlich so? Was meinst du? Na, Weihnachten ohne deine Mutter? Wahrscheinlich so ähnlich wie Weihnachten ohne Vater? Ach, das ist was anderes. Mein Vater ist ja nicht gestorben, sondern nur gegangen. Seitdem feiern wir immer Frauenweihnachten. Frauenweihnachten? Mhm, genau, nennt Mama so. Frau Machnikowski, sie und ich. Männer nicht erwünscht. Nicht mal der Weihnachtsmann? Meine Mutter sagt, Männer machen nur Probleme und der Weihnachtsmann macht da keine Ausnahme. Weihnachten ohne Weihnachtsmann? Das ist ja witzig. Ich glaube, sie meint das ziemlich ernst. Aber jetzt sag doch mal, vermisst du deine Mama um die Zeit nicht besonders? Lieb, dass du fragst, aber ich war ja noch ganz klein, als sie gestorben ist. An Weihnachten mit Mama habe ich gar keine Erinnerungen mehr. Ach so. Irgendwie traurig. Paps erzählt mir an Weihnachten aber oft, wie er und Mama sich getroffen haben. Das war nämlich kurz vor Weihnachten. Ach ja? Mhm. Paps war damals das erste Mal in Spanien. Und weißt du, da gibt es so eine große Weihnachtslotterie mit hunderten Millionen im Jackpot. Echt jetzt? Da würde ich auch mitspielen. Da spielt fast das ganze Land mit. Meine Mama hat damals Lose verkauft. Ah, und ein Los ging an deinen Paps? Si, si. Erstmal hat er ihr vorgerechnet, wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass er gewinnt. Klingt ja nicht gerade romantisch. Wart's ab. Dann hat er ihr sein gerade gekauftes Los geschenkt. Sag nicht, sie hat damit den Jackpot geknackt. Naja, also die Losnummer hat nichts gewonnen. Aber hinten auf dem Lotterieschein stand noch eine andere Nummer drauf. Nein, dein Vater hat deiner Mama seine Telefonnummer auf den Lotterieschein geschrieben? Bingo. Kira! Das ist ja wirklich voll romantisch. Und ganz ähnlich wie das, was mir heute passiert ist. Stimmt, Nele wollte mir ja auch ausführlicher von dem geheimnisvollen Geschenk erzählen. Klar, dass so etwas meinen Reporterinnengeist weckt. Mit einer ordentlichen Portion Rührei auf den Tellern setzen wir uns an den Tisch. Also, ich hatte mich heute früh noch nicht mehr geschminkt. Da ruft Mama vorne aus dem Laden, du, Nele, kannst du mal die Pakete annehmen? Und ich denke mir, ausgerechnet Pakete annehmen. Wo ist das Problem? Das Problem heißt Zirdan. Hä? Er sieht doch immer aus wie aus dem Ei gepellt. Da will ich doch nicht ungeschminkt. Ah, verstehe. Also, theoretisch. Ja. Aber du bist dann doch... Ja, war mir voll peinlich. Zirdan hatte jedenfalls haufenweise Pakete für den Laden und fürs Haus. Genau wie hier. Zirdan, der Weihnachtsmann von Südberg. Ja. Dabei feiert er wahrscheinlich gar kein Weihnachten. Wer weiß. Manche türkische Familien feiern das, soweit ich weiß, ganz gern. Jetzt nicht mit Krippe und so, aber mit Baum und Geschenken. Apropos Geschenk. Also, ein Päckchen war für mich. Dabei hatte ich gar nichts bestellt. Ah, nun wird's langsam spannend. Aha. Es stand auch kein Absender drauf. Nur meine Adresse. Und was war drin? Ich zeig's dir. Hier, auf meinem Handy. Oh, was für ein hübsches Herz. Ist das eine Seife? Genau, eine Duftseife. Mit Zimtduft. Passend zur Jahreszeit. Wieso? Ich liebe Zimt das ganze Jahr über. Okay. Also, wer das geschickt hat, hat entweder gut getippt oder er kennt dich ziemlich genau. Oh, ich wüsste zu gern, wer dahinter steckt. Und da war echt keine Nachricht dabei? Wenn ich es dir doch sage. Ich habe das Päckchen von allen Seiten abgesucht. Seltsam. Auch kein kleiner Zettel oder so? Nein, nichts. Wow, also ein richtiges Weihnachtsgeheimnis. Ja, oder? Ist das nicht einfach super toll? Noch toller wäre es, wenn wir rausfinden, wer dein heimlicher Verehrer ist, oder? Du hilfst mir? Mhm. Hallo? Wie könnte ich bei so einem Fall widerstehen? Nachdem Nele und ich noch jeder ein Zimtbrötchen und ein paar Mandarinen verdrückt haben, gehen wir also zu Nele. Das Beweisstück sichten. Inzwischen sind Straßen, Bürgersteige und die geparkten Autos weiß überzuckert. Kommt heute Abend bestimmt super mit der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung. Auch die meisten Ladenbesitzer haben ihre Läden hübsch dekoriert. Doch das absolute Highlight ist der kleine Garten neben dem Kosmetiksalon von Neles Mutter. Hier hat sie schon vor Wochen ein glitzerndes und blinkendes Kunstwerk aufgebaut. Ein XXL-Leuchtschlitten mit Rentieren, Plastikschneemännern, Sternen
Und nun kommen noch Lichterketten auf die Büsche. Wow, mehr ist mehr. Genau. An Weihnachten kann es gar nicht genug leuchten. Grüß dich, Kira. Hallo, Patricia. Na, geht's gut? Jetzt wieder, ja. Kiras Papa hat seinen Rückflug aus London verpasst. Was? Und nein, wie blöd. Also, wie kann denn sowas passieren? Ach, frag lieber nicht. Aber zu Weihnachten ist er doch hier. Das hoffe ich stark. Falls nicht, du kannst Heiligabend auch gerne zu uns kommen. Wäre gar kein Problem. Wir feiern... Frauenweihnachten, weiß ich schon. So sieht's aus. Danke. Wird hoffentlich nicht nötig sein. Ich meine... Ich verstehe schon, Kira. Gerade an Weihnachten möchte man, dass alles so ist wie immer. Ganz genau. Du, Patricia, kann ich ein paar Fotos von deiner Weihnachtsdeko machen? Für meinen Blog? Klar, gern. Aber wäre das nicht hübscher im Dunkeln? Och, ich mache 2 Varianten. Weihnachtszauber bei Tag und bei Nacht. Hm, wunderbare Idee. Magst du dich neben den Schlitten stellen? Als Weihnachtsfrau? Aber gerne doch. Und bitte recht weihnachtlich. Ho, ho, ho. Perfekt. Du schickst mir die Bilder, ja? Na klar. Kira, wir wollten doch eigentlich ein geheimnisvolles Geschenk. Hat Nele dir von diesem anonymen Päckchen erzählt? Also mir gefällt die Sache gar nicht. Das Päckchen ist nicht anonym, Mama. Nur der Absender. Das kommt aufs Gleiche raus. Ich finde das super aufregend und romantisch. Weil jeder dahinter stecken könnte. Das sollte dir eher Angst machen. Angst? Wovor? Na, vielleicht finden wir ja raus, woher es kommt. Am Ende gibt es eine ganz harmlose Erklärung und niemand muss Angst haben. Nele schaut trotzdem ein wenig verunsichert. Doch das ist schnell vorbei, als sie mir in ihrem Zimmer das Geschenk von ihrem heimlichen Verehrer zeigt. Hier, das ist sie. Wow, du hast dir die Seife ins Regal gestellt? Ich dachte immer, Seife ist zum Waschen da. Also Kira, das ist doch keine gewöhnliche Seife. Du hast sie ja noch nicht mal ausgepackt. Natürlich nicht. Aber riech mal, sie duftet sogar durch die Folie. Wow, mehr Zimtgeruch geht echt nicht. Himmlisch, oder? Hey, was ist denn das? Was? Na da, auf dem Aufkleber. Da steht deine handgeschriebene Nummer. Tatsächlich. Kira, das ist deine Handynummer. Seine Nummer. Oh, leider nicht besonders deutlich zu lesen. Fast wie bei dem Los von deiner Mama. Oh, ein Glück, dass ich dir das Geschenk gezeigt habe. Überleg mal, der Ärmste schaut bestimmt schon die ganze Zeit auf sein Handy und fragt sich, warum ich mich nicht melde. Vielleicht denkt er ja, dass du es spannend machen willst. Genau wie er. Ich glaub's nicht, dass mir sowas passiert. Wie im Fernsehen. Was soll ich sagen? Neles Aufregung steckt einfach an. Die Sache hat nur einen Haken. Der Absender hatte offenbar keinen wischfesten Stift benutzt. Die letzten 3 Ziffern sind gar nicht mehr zu lesen. Ist das hier eine 8 oder eine 3? Schwer zu sagen. Oh, na toll. Soll ich den Rest von der Nummer jetzt raten, oder was? 10 mögliche Ziffern hoch 3 mal 2 gleich 2000 mögliche Handynummern. Was? So viele? Ich kann doch nicht 2000 Leuten Danke für die Seife schreiben. Dann würden sich 1999 ziemlich wundern. Du, Kira, wir könnten doch im Internet suchen. Hm? Was im Internet suchen? Na, die Nummer. Mit den Zahlen, die wir haben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das klappt. Ich kann gar nicht so schnell gucken, wie Nele die lesbaren Ziffern in die Suchmaschine getippt hat. Und heraus kommt dabei... nix. Jedenfalls nichts Verwertbares. Eigentlich auch ganz beruhigend, dass man nicht einfach anhand meiner Handynummer meine Adresse herausfinden kann. Aber Moment mal. Die Sache mit der Suchmaschine bringt mich plötzlich auf eine Idee. Und wenn wir nach der Seife suchen? Nach der Seife? Man kann im Netz doch auch nach Bildern suchen. Wir fotografieren die Seife und stellen das Foto in die Suchmaschine. Super Idee, Kira. Du bist echt gut. Lob mich, wenn es geklappt hat. So, jetzt leg die Seife mal auf den Tisch. Dann haben wir einen neutralen Hintergrund. Ich komme mir vor, als wären wir Detektive. Genau, in romantischer Mission. So, rüber mit dem Bild in die Suchmaschine. Und jetzt... oh, alles voller Herzen. Aber ich sehe bisher keine Seifenherzen. Herzförmige Pralinenschachteln, Schmucksteine,
Plüschherzen. Wir scrollen noch ein paar Seiten durch. Was es nicht alles für Sachen in Herzform gibt. Herzförmige Pfannen, herzförmige Lampen und... Was ist das? Eine herzförmige Pizza? Oh, weia. Das war jetzt schon die 5. Seite. Ich glaube, das mit der Internetsuche war doch keine so tolle Idee. Den Versuch war es wert. Aber stimmt schon, das führt hier zu nichts. Leider. Oh, Kira, ich halte das nicht aus. Wir müssen ihn einfach finden. Oder er muss dir die Nummer einfach nochmal geben. Glaubst du, das macht er? Von alleine wahrscheinlich nicht. Aber wenn du ihm einen kleinen, dezenten Hinweis gibst... Ein Aushang im Schaufenster von Mamas Salon. Nicht besonders dezent, aber könnte klappen. Er weiß ja offenbar, dass du hier wohnst. Und was soll ich schreiben? Wie wär's mit... Hey, Mr. Soap, danke für die Überraschung. Konnte leider nicht alles lesen. Meld dich doch nochmal. Oh, perfekt! Das klappt. 100%. Wow, Neles Optimismus möchte ich mal haben. An diesem Tag meldet sich ihr Mr. X aber leider nicht mehr. Der Fall bleibt also spannend. Abends sitze ich mit einem Ingwertee auf meinem Bett und lese mir im Blog die ersten Antworten auf meine Weihnachtsumfrage durch. Efi aus Finnland zum Beispiel geht an Heiligabend immer mit ihrer ganzen Familie in die Sauna. Verschwitzte Weihnachten. Plötzlich klingelt mein Handy. Paps. Neues Hotel, neue Lage. Der Wetterbericht für London sagt einen Schneesturm voraus. Oh, wenn der mal bloß nicht die Flugpläne durcheinander stürmt. Als ich Sonntagmorgen auf den Balkon trete, scheint der Schnee aus London auch hier angekommen zu sein. Unsere Straße liegt unter einer dicken Schneedecke. Eigentlich das perfekte Wetter, um den Weihnachtsmarkt zu erkunden. Aber allein... Na, mal sehen. Vielleicht findet sich ja eine andere Begleitung. Als erstes klingel ich bei Lars. Der wohnt praktischerweise gleich unter uns. Seine Mutter Laura öffnet mit einer Teigschüssel in der Hand. Kira, so dick eingemummelt? Wo geht's denn hin? Zum Weihnachtsmarkt. Ich wollte Lars fragen, ob er Lust hat. Lars ist auf dem Sofa im Laden. Geh einfach nach vorn durch. Wird das Früchtebrot? Ja, 100 Punkte. Das nehme ich meiner Freundin in Ostfriesland mit. Ah, stimmt. Wann fahrt ihr nochmal? Morgen Nachmittag. So, Kira, die Küche ruft. Viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Danke. Bis später. Boah, die reinste Spielhölle. Aha. Oh, Mann, jetzt habe ich den Mistkerl verfehlt. Ein Zombie-Spiel zum 4. Advent? Sehr weihnachtlich. Hör mir auf mit Weihnachten. Wieso? Ihr fahrt doch weg, oder? Ha! Jetzt! Na endlich! Das hat gesessen. Hola, Erde an Lars. Warum stellst du eine Frage, wenn du die Antwort schon weißt? Man nennt das eine Unterhaltung beginnen. Unterhalte dich doch mit dem Kater. Der schläft. Glücklicher Kater. Kann an Weihnachten bei Patricia chillen, statt in die verdammte Pampa zu müssen. Ich dachte, ihr fahrt ans Meer, nach Ostfriesland. Mamas Freundin wohnt nicht am Meer, sondern irgendwo im Nirgendwo. Ach komm, so schlimm wird's schon nicht. Kannst du mir das überlassen, wie schlimm ich das finde? Okay, bitteschön. Dankeschön. Also, was gibt's jetzt? Ach, hat sich gerade erledigt. Weihnachtsmarktbummel mit Weihnachtsmuffel? Nein, danke. Also doch allein zum Weihnachtsmarkt? Als ich mich von Laura verabschiede, meint sie schmunzelnd, sie würde jemanden kennen, der bestimmt sehr gern auf den Weihnachtsmarkt gehen würde. Wirklich lieb, Kira, dass du mit mir auf den Weihnachtsmarkt gehst. So voll, wie das hier immer ist, da traut man sich in meinem Alter nicht mehr allein. Ich finde es nett, dass Sie mitkommen, Frau Machnikowski. Also, wohin zuerst? Immer der Nase nach. Rieche ich da gebrannte Mandeln? Oh, jetzt rieche ich sie auch. Tja, wenn die Augen aussteigen, springt das Näschen ein. Praktisch. Soll ich Ihnen welche holen? Danke, das schaffe ich wohl noch selber. Oh, die große Weihnachtspyramide da drüben. Die ist ja cool. Die steht hier jedes Jahr. Schon seit kurz nach dem Krieg. Wow, Sie wohnen hier schon echt lang, hm? Einmal Südberg, immer Südberg. Können Sie das mal meinem Papp sagen? Ich wäre schon froh, wenn wir hier zweimal Weihnachten feiern. Wünschen darf man sich alles. Jetzt hole ich uns erstmal ein paar von den Mandeln. Okay, ich mache inzwischen ein Foto von der Pyramide für meinen Blog. Kann ich Sie hier kurz allein? Ja, ja, ich laufe schon nicht weg. Ein wirklich super schönes Fotomotiv.
Statt den üblichen Engeln oder Nussknackern fahren auf dieser Pyramide lebensecht geschnitzte Tiere im Kreis. Wow, sie sehen beinahe lebendig aus. Neben den Fotos nehme ich auch ein paar kurze Videos auf. Als ich zum Nussstand zurückkomme, stehen dort jede Menge Leute. Nur eine fehlt. Frau Machnikowski? Aber was ist sie denn jetzt? Frau Machnikowski! Zum Glück bin ich einigermaßen groß. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und schaue mich um. Hey, was meinte Frau Machnikowski vorhin? Immer der Nase nach. Vielleicht hat sie sich ja von den Düften weitertreiben lassen. Auch ich folge also meiner Nase. Und ihr glaubt nicht, was ich dabei gleich noch entdecke. Ha, hier sind sie. Ah, Kira, ja, hier bin ich. Das nächste Mal können Sie gern auf mich warten. Ja, ja, nun schau mal, wo mein Näschen mich hingeführt hat. Duftet super, der Kosmetikstand. Vielleicht nehme ich mir hier eine Lavendelduschperle mit. Kannst du mal für mich schauen, was die kostet? Klar, aber das glaube ich jetzt nicht. Wie? So viel oder so wenig? Die Zimtseife. Nicht Zimt, Lavendel. Wer will denn schon im Bad, dass es nach Zimt riecht? Na, Nele. Ach, ich verstehe nur noch Bahnhof. Aber ihr versteht, oder? Da liegen sie in einem hübschen großen Korb. Mindestens 2 Dutzend Zimtseifenherzen, die genauso aussehen wie Neles Geschenk. Natürlich löchere ich die Verkäuferin sofort mit Fragen und schreibe Nele alles, was ich herausfinde. Auch als wir am nächsten Morgen telefonieren, ist meine Entdeckung das Thema. Und das waren echt genau die gleichen Herzen? Wie oft willst du das denn noch hören? Oh, Wahnsinn! Jetzt haben wir endlich eine richtig heiße Spur, Kira. Ja, sieht so aus. Dein Mr. X hat die Seife entweder vom Weihnachtsmarkt oder aus diesem Laden, der den Stand betreibt. Und woanders gibt es diese Seifen echt nicht zu kaufen. Auch das gern nochmal zum Mitschreiben. Die machen all ihre Seifen in eigener Produktion. Toll! Nur schade, dass die Verkäuferin sich an keinen Jungen erinnert hat, der eine von diesen Seifen gekauft hat. Mhm. An etwas konnte sie sich aber erinnern. Dass vor 2 Tagen eine Frau gleich den ganzen Korb mit diesen Herzen gekauft hat. Komisch. Welche Frau braucht denn gleich so viel Seife? Keine Ahnung. Aber mal eine ganz andere Frage. Was, wenn dein Verehrer... Ja? ...eine Verehrerin ist? Also, das fände ich jetzt aber schade. Nur mal, um in alle Richtungen zu denken. Du, Kira, wollen wir nicht gleich bei diesem Laden vorbeischauen, wo die Seife herkommt? Eigentlich gern, aber mein Paps landet nachher. Du glaubst nicht, wie froh ich bin, dass er es zu Heiligabend noch schafft. Glaub ich sofort. Und ich habe Laura versprochen, vorher noch Geschenke auszufahren. Für ihre Stammkunden. Ich weiß. Wir kriegen auch jedes Jahr eins. Mit super leckeren Keksen und immer mit einer kleinen Überraschung. Letztes Jahr war ein kleiner Mistelzweig drin. Süß. Aber sag mal, auf deinen Aushang hat sich keiner gemeldet? Ach, der liegt zerknüllt im Papierkorb. Was? Wieso? Zitat meiner Mutter. Anonyme Verehrer anlocken, mit sowas fangen wir gar nicht erst an. Ach, okay. Nur weil es bei ihr mit den Männern nicht so gut gelaufen ist. Moment, Nachricht von meinem Paps. Oh, Mist, das glaube ich jetzt nicht. Kira, was ist? Sein Flug wurde gerade gecancelt. Schneechaos. Oh, aber warum... Heiße ich Frau Holle oder was? Sorry, das macht mich jetzt echt fertig. Tut mir leid, Kira. Ach, mir erst. Das wäre nie passiert, wenn er nicht immer so verpeilt wäre. Na, und wann kommt er jetzt? Morgen, voraussichtlich. Das wäre ja immerhin noch rechtzeitig zur Bescherung. Ja, toll. Und das Baum kaufen und das ganze Vorbereiten bleibt jetzt an mir hängen. Das macht doch keinen Spaß allein. Also, ich habe gerade nichts vor. Danke für das Angebot. Aber... brauchen wir überhaupt einen Baum? Was? Weihnachten ohne Baum? Das geht gar nicht. Ah, vermutlich. Zur Not setze ich mich alleine drunter. Dann fahre ich jetzt schnell Lauras Geschenke aus und hol dich danach ab, ja? Super. Übrigens, der Weihnachtsbaumverkauf ist gar nicht weit weg von diesem Seifengeschäft. Ja, klar. Wir schauen da vorbei. Das Rätsel muss schließlich gelöst werden. Ich kann's kaum abwarten. Muss Nele auch nicht.
Wie es der Zufall will, hat Laura mit dem Plätzchenbacken noch gar nicht angefangen. Also, Seifengeschäft und Weihnachtsbaumverkauf, wir kommen. Wenig später stehen wir in dem kleinen Laden und mir wird von all den Gerüchen und Farben fast ein wenig schwindelig. Nele ist hier offenbar nicht zum ersten Mal. Sie redet die Verkäuferin, eine andere als auf dem Weihnachtsmarkt, mit Vornamen an. Die Verkäuferin durchwühlt minutenlang ihr Gedächtnis, kann sich aber an keinen Kunden erinnern, der als Neles Verehrer in Frage käme. Nele lässt enttäuscht die Schultern hängen. Die Ärmste. Auch beim Weihnachtsbaumkauf ist sie total einsilbig. Nele kommt erst auf andere Gedanken, als wir die kleine Blaufichte, die ich ausgesucht habe, zu mir tragen. Oh, verflixt! Die Nadeln pieksen sogar durch meine Handschuhe. Ist das ein Weihnachtsbaum oder ein Weihnachtskaktus? Übertreibst du nicht ein bisschen? Und das Holz klebt voll. Du hast doch die Seife. Oh, sehr witzig. Oh, schau mal, Kira. Da drüben ist Sirdan. Ah, ja. Hola, Sirdan. Wo? Oh, hallo, Kira. Und Nele. Na, wieder als Weihnachtsmann von Südberg im Dienst? Ja, ja. Du, Kira, brauchst du Hilfe mit dem Baum? Dein Freund und Helfer ist zur Stelle. Freund und Helfer? Bist du etwa auch noch Polizist? Noch nicht, aber ab März. Ich habe die Aufnahmeprüfung für die Polizeifachhochschule bestanden. Wow, das ist ja cool. Du warst auf Platz 70 von 1000 Bewerbern, richtig? 73. Also, ich muss dann mal wieder. Ihr schafft das mit dem Baum, ja? Und falls wir uns nicht mehr sehen, schon mal frohe Weihnachten, Kira. Danke, dir auch. Feiern wir bei uns nicht. Trotzdem danke. Ciao. Also, so, dann scheidet ja wohl aus. Für den bin ich Luft. Schwer, Nele zu widersprechen. Mir gegenüber war sie dann gerade echt nett, aber zu Nele? Ein Schneemann strahlt mir Wärme aus. Auf dem restlichen Heimweg sagt Nele gar nichts mehr. Doch als wir im Treppenhaus sind, stiehlt sich ein Lächeln auf ihr Gesicht. Kein Wunder, so wie es aus Lauras Wohnung nach frisch gebackenen Plätzchen duftet. Eilig hieven wir den Baum nach oben in die Wohnung. Dann folgen wir unseren Nasen. Vielleicht gibt es ja sogar eine Kostprobe. Mmh, wie das duftet. Zimt. Ich liebe Zimt. Ach was, das ist ja mal was ganz Neues. Oh, Lars, hinterm Ladentisch statt auf dem Sofa? Ist dein Laptop kaputt? Hab hier gerade wen abkassiert. Manchmal frage ich mich echt, wer den Laden am Laufen hält. Ach, mein wunderbarer Sohn. Was würde ich bloß ohne dich machen? Hört ihr? Ironie ist nicht so deins, oder? Dafür bist du ja jetzt da. Kannst doch gleich hier weitermachen. Dann kann ich weiterspielen. Bist du mein Boss? Du machst das doch gern. Adios. Also sag mal, geht's noch? Falls ihr mich braucht, ich bin hinten in der Küche. Alles klar. Kira, also manchmal möchte ich echt gern wissen, was in Lars Kopf vorgeht. Ich glaube, ich weiß es. Hä? Was weißt du? Hat er die Kopfhörer auf? Ja, warum? Und wieso redest du so leise? Hast du nicht gehört, was Lars gerade gesagt hat? Dass ich für ihn weitermachen soll? Nee, davor. Als wir reingekommen sind und ich meinte, dass ich Zimtduft so mag. Mhm, du hast gesagt, du liebst Zimtduft. Und Lars meinte, ganz was Neues. Ha! Du hast es also auch gehört. Ja, klar. Aber ich weiß immer noch nicht... Halt, warte. Du glaubst doch nicht... Genau. Was, wenn Lars der Geheimnisvolle ist? Lars? Also, das sah jetzt gerade nicht so danach aus. Sorry, Nele, aber ich habe das Gefühl, er ist mehr an seinem Laptop interessiert. Im Ernst jetzt, Kira? Na, ihr zwei? Was ist denn hier los? Geheimbesprechung? Also, deine Plätzchen duften echt wieder so lecker, Laura. Mit Zimt, oder? Ach, schon verstanden. Ihr dürft ruhig welche probieren. Es sind genug da. Was ist besser als Zimtsterne? Warme Zimtsterne. Freut mich, dass sie euch schmecken. Ihr solltet sie aber noch ein bisschen abkühlen lassen. Könnt ihr mir schon mal helfen, die Geschenke in die Säckchen zu füllen? Gibt's dieses Jahr wieder Mistelzweige? Ich würde doch niemals 2 Jahre nacheinander das gleiche Geschenk machen. Nein, dieses Jahr gibt es etwas für die Hände und die Nase. Doch nicht etwa Seifenherzen mit Zimtduft. Dann hast du 2 Nele.
Hat Lars euch das schon verraten? Was verraten? Na, das mit der Seife. Wie jetzt? Also, wo hatte ich sie doch gleich? Ah, ja, hier, unterm Ladentisch. Et voilà, mein diesjähriges Stammkundengeschenk. Und da liegen sie. Ein ganzer Korb voll Zimtseifenherzen. Sie waren die ganze Zeit hier, unter meiner Nase. Nele und ich schauen verblüfft auf die Seifen und Laura schaut uns verblüfft an. Jetzt ist eine Erklärung fällig. Natürlich findet auch Laura die Story mit dem anonymen Geschenk total spannend. Doch... Also, dass mein Lars eine von diesen Seifen abgezweigt, als Geschenk verpackt und an dich geschickt haben soll, Nele? Es sieht ihm zwar nicht ähnlich, aber die Indizien sprechen für ihn. Ja, oder? Da bin ich jetzt aber platt. So eine Aktion hätte ich ihm gar nicht zuge... Achtung, er schaut her. Was stellt ihr mich denn alle so an? Habe ich was an der Nase? Du, Lars, also, ich finde das ja echt süß mit dem Geschenk. Voll aufmerksam von dir. Aber, wie soll ich dir das jetzt sagen? Hä? Wovon redest du, Nele? Na, von Zimtherzen. Ich mag keine Kekse. Aber ich? Also, ich meine Zimt. Also, Zimtseife. Wieso denn jetzt Seife? Kannst du nicht normal reden, Nele? Okay. Also, du, Lars, wir haben's rausgefunden. Rausgefunden? Nur mal Schluss mit der Druckserei. Du wolltest doch, dass Nele sich bei dir meldet, oder? Sag mal, Mama, ist da was in den Keksen? Lars, ich bitte dich. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Lars leugnet gerade ziemlich glaubwürdig, oder? Bevor er richtig sauer wird, klären wir ihn lieber auf. Und wie reagiert er? Nicht gerade, wie man es von einem Romantiker erwarten würde. Was? Ich soll Nele heimlich Seife geschickt haben? Boah, Alter, wie krass. Hallo? So krass nun auch wieder nicht. Sorry, nix gegen dich, aber ich meine, wer kommt denn auf sowas? Das ist eben die Frage. Wenn du's nicht warst... Niemals, ich schwör's. Ja, ja, wir haben's jetzt verstanden. Aber warte mal, da fällt mir gerade was ein. Was denn? Vor ein paar Tagen, ich passe mal wieder auf den Laden auf und hab gleichzeitig eine Horde Zombies am Hacken. Zombies? In seinem Spiel. Da fragt er mich so, was kostet denn die Seife? Weiß jetzt nicht, ob es genauso eine Seife war wie die da. Du hast meine Geschenke verkauft? Die standen hier oben auf dem Ladentisch. Woher soll ich dann wissen, dass die nicht zum Verkaufen sind? Vielleicht, weil ich's dir gesagt hab. Dieser Er, von dem du gerade geredet hast, war das jemand, den du kennst? Ja, klar. Ihr kennt ihn auch. Er war auf unserer Schule. Wer denn? Sag schon. Nicht nötig. Er kommt jeden Moment zur Tür rein. Hallo zusammen. Sildan? Aber... Was? Ich... Ist doch nicht so ungewöhnlich, dass der Paketbote kommt, oder? Das Geschenk kam also von dir? Wie? Was? Ach so, aber... Ich dachte, das weißt du. Woher sollte ich das denn wissen? Ich hatte doch meine Nummer draufgeschrieben. Hast du nicht mein Profilbild gesehen? Leider nein. Die Nummer war halb verwischt. Wie? Im Ernst jetzt? Oh Mist. Ich hätte mich doch auf jeden Fall gemeldet. Ach ja, wirklich? Hättest du? Also, ich würde vorschlagen, den Rest besprecht ihr beiden am besten draußen. Unter vier Augen. Danke, Laura. Sildan zuzuschauen, wie er immer röter wird. Von sowas werde ich selber rot. Sildan stellt die Pakete auf den Ladentisch, dann gehen Nele und er nach draußen. Ein paar Minuten später kommt Nele allein zurück und strahlt wie ein Weihnachtsengel. Na los, sagt's schon! Was denn sagen? Was meinst du? Na, ihr müsst doch jetzt alle und fragen. So. Und? Naja, also, er war erst ein bisschen unsicher, wie das Geschenk so bei mir angekommen ist. Mhm. Also, ich dachte mir irgendwie, dass du Überraschungen magst, aber hinterher war ich mir nicht mehr so sicher. Und ich so, hallo, ich liebe Überraschungen. Ja, wissen wir nie. Ja, und jetzt haben wir erstmal richtig Nummern getauscht. Oh, wie süß. Ich freue mich echt für dich, Nele. Oh. Ist das nicht einfach fantastisch?
Yep. Vor allem, dass ich als Verehrer raus bin. Boah, Lars. Zum Glück hat Nele den blöden Kommentar gar nicht richtig gehört. Tja, das Rätsel um die Zimtseife ist also gelöst. Wenig später fahre ich Lauras Weihnachtsgeschenke aus, in dichtem Schneegestöber. Danach bin ich echt froh, zurück im Warmen zu sein. Laptop aufgeklappt. Ob es schon neue Kommentare in meiner Weihnachtsumfrage gibt? Yes! William aus Sydney schreibt, dass er mit seiner Familie immer am Strand picknickt. Ich schreibe, dass er ein Foto schicken soll, falls er einen Weihnachtsmann auf Wasserskiern sieht. Und was ist das? Ein Weihnachtsbaumfoto von Ricardo aus Mexiko. Das ist echt mal ein bunter Baum. Mit Sombrero-Hut statt Stern, wie cool. Von dem Bild bekommt man richtig gute Laune. Am Vormittag von Heiligabend dann gute Neuigkeiten. Paps kann heute fliegen, yippie! Landung um 22 Uhr, okay. Na, besser spät als nie. Und so kann ich auch noch ein, zwei Stunden zum Frauenweihnachten. Bevor Laura und Lars zum Bahnhof aufbrechen, kaufe ich im Laden 3 kleine Schneekugeln als Geschenke. Dann schmücke ich den Baum und schon ist es dunkel. Als ich auf Patrizias Salon zustapfe, sehe ich, wie jemand in die gleiche Richtung geht. Hallo! Guten Abend, Kira. Sirdan, wir laufen uns in letzter Zeit ganz schön häufig über den Weg. Stimmt. Haben wir vielleicht auch das gleiche Ziel? Ist der Weihnachtsstern in deiner Hand etwa für Nele? Erraten. Ich dachte, ich überrasche sie damit. Wo sie Überraschungen doch so liebt. Nele schon. Aber? Naja, ihre Mutter steht, glaube ich, nicht besonders darauf. Oh, wirklich? Warum denn das? Ein Wort. Frauenweihnachten. Okay. Ist aber eher ungewöhnlich, oder? Ich sage nur Weihnachtsmann. Stimmt. Ist wohl eher so eine Privattradition. Ich nehme an, irgendwas Blödes ist mal an Weihnachten vorgefallen. Ach so, verstehe. Dann gehe ich wohl besser wieder nach Hause. Oder... Hey, sag mal, du bist doch ziemlich sportlich, oder? Ja, schon. Wieso? Dann dürfte der Gartenzaun doch kein Problem für dich sein. Ich soll über den Zaun? Na, wenn du schon Weihnachtsmann spielst, warum dann nicht stilvoll mit Schlitten? Aber einfach über den Zaun wie ein Einbrecher? Man kommt sonst nur durch die Wohnung in den Garten. Wenn ich drin bin, versuche ich Nele nach draußen zu locken. Ah, okay. Das klingt nach einem guten Plan. Aber nicht, dass du am Ende Ärger bekommst. Guter Punkt. Aber nun ist die Idee schon raus. Typisch ich. Denken und reden gleichzeitig. Aber Sirdans Augen leuchten. So ganz falsch kann die Idee also nicht sein. Sirdan jumpt über den Zaun. Ich atme einmal tief durch und klingel. Bitte lass Nele aufmachen. Klinglöckchen, klingelingeling. Guten Abend, schönen Abend. Es weihnachtet sehr. Frau Machnikowski, Sie spielen Empfangsdame? Die anderen zwei wirbeln in der Küche. Komm rein, Kira. Immer rein in die gute Stube. Danke. Das ist aber wirklich ein sehr weihnachtlicher Pullover, Frau Machnikowski. Mit diesen Mini-Glöckchen. Nicht wahr? Hör mal, Kira, der bimmelt sogar. Witzig. Lassen Sie mich raten. Ein Geschenk von Patrizia? Vom letzten Jahr. Juhu, Kira. Macht es euch im Wohnzimmer gemütlich, ja? Die Ente braucht noch eine Weile. Aber gleich gibt's die Vorspeise. Knabberzeug steht schon auf dem Tisch. Frau Machnikowski, ich schau mal kurz in der Küche vorbei. Aber Patrizia hat doch eben gesagt... Vielleicht kann ich ja doch irgendwie helfen. Tüchtig, tüchtig. Na dann, bis gleich. Oh, Kira. Doch schon so großen Hunger? Hi, Kira! Hi! Nee, ich dachte nur, wenn ich mitmache, geht's vielleicht schneller. Und Nele kann mir dann noch kurz draußen helfen. Helfen? Wobei? Na, mir fehlen doch noch die Nachtaufnahmen von eurem Schlitten. Ach, genau. Die Bilder im Hellen sahen übrigens richtig super aus, Kira. Danke. Also, wenn ihr raus wollt, ich schaff das mit der Vorspeise hier auch allein. Boah, jetzt noch mal raus? Brauchst du mich dafür echt, Kira? Wofür denn überhaupt? Zum Blitz halten? Nele, ich brauche Hilfe. Okay. Ich möchte ein Foto von mir und dem Schlitten. Ja, dann sag das doch gleich.
Zweiter Vorname, lange Leitung? Oh, na, immerhin kommt sie endlich mit. Die Tür zur Terrasse befindet sich im Wohnzimmer, wo Frau Machnikowski sitzt und Käsestangen knabbert und sich offenbar ein bisschen langweilt. Sie schließt sich Nele und mir kurzerhand an. Auch das noch. Blick in den verschneiten Garten. Sirdan ist nicht zu sehen. Hält sich wohl hinter einem der Büsche neben dem Schlitten versteckt. Wenn er da mal bloß bleibt. Und es ist Ihnen auch wirklich nicht zu kalt, Frau Machnikowski? Na, hör mal, Kira. Als ich klein war, hatten wir jedes Jahr solche Kälte. Da war der Klimawandel noch nicht erfunden. Passen Sie aber gut auf, Frau Machnikowski. Es könnte glatt sein. Warum schreist du denn so? Und wie ich heiße, weiß ich gerade noch. Wirklich, Kira, irgendwie bist du komisch. Psst, ihr beiden, leise mal. Was ist? Da war doch gerade etwas. Habt ihr das nicht gehört? Also, ich höre nur Ihren Pullover bimmeln. Hab ich's auch gehört. Kam von hinter dem Busch, da neben dem Schlitten. Oh, nur ein niedliches Eichhörnchen. Ach so, und ich dachte schon. Oh, schaut doch mal, wie süß das ist. Kira, willst du davon nicht auch ein Foto machen? Wieso Foto? Ich dachte, darum sind wir hier. Klar. Mal schnell, sonst ist es weg. Ja. Huch, warum ist es denn auf einmal so dunkel? Verdammt, ich glaube, ich habe mit dem Schuh das Stromkabel erwischt. Das Licht im Wohnzimmer ist auch aus. Oh, wohl ein Kurzschluss. Hey, da vorne läuft doch einer. Und das ist garantiert kein Eichhörnchen. Ja, ist einer im Garten. Oh nein, ich hab Angst. Hier geblieben! Hände hoch oder ich schieße! Was? Aber... Oh Mann. Sirdan wollte sich wohl im Schutz der Dunkelheit schnell aus dem Staub machen. Aber Frau Machnikowskis krasse Drohung und irgendein Hindernis haben ihn offenbar zu Fall gebracht. Hastig meine Handytaschenlampe angeschaltet. Da liegt er. Zusammen mit dem umgerissenen nicht mehr leuchtenden Schlitten im Schnee. Es sieht aus, als wäre der Weihnachtsmann vom Himmel gestürzt. Sirdan, was machst du denn hier? Nele, es sollte eine Überraschung für dich. Mein Knöchel. Auweia, hast du dir wehgetan? Tut mir echt leid, Sirdan. Wieso tut dir das leid? Ah, jetzt geht mir ein Lichtlein auf. Du warst wohl eingeweiht, stimmt's, Kira? Daher das laute Sprechen. Wie? Im Ernst jetzt? Aber wieso? Hallo? Sag mal, ist hier draußen was passiert? Unsere Hauptsicherung ist hinüber. Sorry, Patricia, meine Schuld. Huh, was ist denn mit meinem Schlitten? Und Sirdan? Wie kommst du denn hierher? Tja, nun heißt es für Sirdan und mich heraus mit unserem tollen Plan. Dabei stellt sich auch heraus, dass Nele ihrer Mutter noch gar nicht verraten hat, wer hinter dem anonymen Päckchen steckte. Puh, eine ganze Menge Infos auf einmal. Einen Moment steht Patricia einfach nur mit offenem Mund da. Gibt es jetzt Ärger? Also das ist ja... Wenn ich gewusst hätte, dass dieses Päckchen von dir ist, Sirdan. Was dann, Mama? Nun, dann hätte ich mir doch nicht solche Sorgen gemacht. So, nun kommt erst mal rein. Ich auch? Na, einmal über meinen Zaun klettern reicht ja wohl. Sollen wir dich unterhaken? Nein, geht schon. Ah, au. Oh, mein Held. Komm, Kira und ich stützen dich. Warum hast du denn die Sicherung noch nicht wieder eingedreht, Patricia? Wollte ich ja. Aber wie ich gerade sagte, die Hauptsicherung ist hinüber. Wir haben doch diesen uralten Sicherungskasten. Kannst du nicht den Hausmeister rufen? Der ist auf Sylt. Und ich wüsste nicht, wo es im Haus Ersatzsicherungen gibt. Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Sollen wir jetzt etwa im Dunkeln sitzen? Tja, ich weiß nicht. Oh nein, der Ofen ist ja auch aus. Kein Licht und keine Ente. Also festlich geht anders. Oh, mein Handy. Hallo? Paps? Wie jetzt? Du bist hier. Wo ist hier? Zu Hause? Aber du meintest doch, du kommst erst um 10.
Ist dein Vater jetzt schon da, Kira? Ja, er hat noch einen früheren Flug erwischt. Du, Paps, ich bin bei Patricia. Ich stell dich mal auf laut, ja? Hallo? Guten Abend. Hallo. Abend, Herr Professor. Guten Abend. Störe ich etwa? Och, auf eine Störung mehr kommt es jetzt auch nicht an. Ich verstehe nicht ganz. Macht nichts. Ich find's ja eigentlich gut, dass du mal zu früh anstatt zu spät kommst. Dann warte ich mit der Gans? Oder hast du schon gegessen? Gans? Woher hast denn du jetzt eine Gans? Vom Flughafen. Gans to go. Wie bitte? Zum Mitnehmen. Ach, was es nicht heutzutage alles gibt? Also allein schaffe ich die jedenfalls nicht. Diese Gans reicht mindestens für vier. Hey, wie wär's, wenn wir umziehen? Umziehen? An Weihnachten? Ich meine, wenn wir alle zusammen jetzt rüberkommen. Hier ist nämlich ein kleines Unglück passiert. Ach, tatsächlich? Aber sicher, von meiner Seite sind alle herzlich willkommen. Und was soll ich euch sagen? Patricia ist über die Einladung richtig froh. Also mit Taschenlampenlicht in die Küche, Vorspeise, Klöße, Rotkohl und ein Kühlpad für Sirdans Knöchel eingepackt. Und wenig später sitzen wir alle in unserem Wohnzimmer um den großen Tisch. Also, die ist echt mal lecker, die Gans. Finde ich auch. Natürlich nicht ganz so gut wie deine Paps. Wirklich nett, dass sie uns hier aufgenommen haben. Ist doch selbstverständlich. Und so kommt unser Tisch mal wieder zu seinem Recht. Stimmt. Für zwei Personen ist er auch ganz schön groß. Als meine Frau noch lebte, hatten wir häufig viele Gäste. Mama war nämlich Spanierin. Ah, das erklärt die Sache. Bei uns ist es am Tisch auch oft ziemlich voll. Na, aber ein Plätzchen für deine Angebetete wird sie schon noch finden, oder? Frau Machnikowski. Sagen Sie mal, Frau Machnikowski, als Sie meinten, Hände hoch oder ich schieße, das war doch ein Witz, oder? Wieso? Klar hätte ich geschossen. Mit einem dicken Schneeball. Was macht denn dein Fuß, Sirdan? Danke, ist schon viel besser. Und tut mir noch mal leid, dass ich ihr Frauenweihnachten durcheinander gebracht habe, Frau Niemann. Sag ruhig du und Patricia. Ach, weißt du, manchmal sind Traditionen vielleicht auch dazu da, sie über den Haufen zu werfen. Also, das hätte jetzt von Laura kommen können. Nanu, hast du noch jemanden eingeladen, Kira? Nicht, dass ich wüsste. Ich geh schon. Überraschung! Fröhliche Weihnachten! Happy Xmas, Kira! Oh, Lars, Laura! Ich dachte, ihr seid jetzt in Ostfriesland. Tja, wenn unser Zug gefahren wäre. Über 3 Stunden haben wir gewartet. Und dann wurde er einfach abgesagt. Schneeverwehungen an der Küste. Oh, das tut mir leid. Muss es nicht. Wir wollten nur kurz Hallo sagen. Warum nur kurz? Kommt doch rein! Oh, habt ihr Besuch? Sieh, aber je mehr Menschen, umso besser. Sagst du doch auch immer, Laura. Wer hätte das gedacht? In diesem Jahr kam wirklich alles anders als geplant. Aber ich muss euch sagen, es war der coolste Weihnachtsabend, an den ich mich erinnern kann. Nach diesem Weihnachten wünsche ich mir auf jeden Fall auch in einem Jahr noch in Südberg zu sein. Wir werden sehen. Wünschen darf man sich ja alles. Also dann, egal wo ihr gerade seid, Feliz Navidad, Merry Christmas, fröhliche Weihnachten. Eure Kira. Hey Leute, ich nochmal. Mit Feliz Navidad wünschen sich die Menschen in Spanien frohe Weihnachten. Habe ich letztes Jahr auch mehr als einmal gesagt. Damals lebten Paps und ich ja noch in Madrid. Ich habe dort übrigens kurz nach Weihnachten eine ziemlich süße Überraschung erlebt. Dazu müsst ihr als erstes wissen, dass Weihnachtsbäume in Spanien nicht unbedingt zu Weihnachten dazugehören. Stattdessen stellen sich die meisten Spanier eine Krippe mit hübschen Holzfiguren zu Hause auf. Rafa, ein Junge aus meiner Schule dort, hatte auch so eine echt schöne Krippe. Also, das heißt natürlich, es war nicht direkt Rafas Krippe, sondern die seiner Eltern, aber er war wirklich echt schön. Also, ich meine, die Krippe war schön. Also, ihr merkt schon, bei Rafa werde ich etwas nervös. Jedenfalls war ich kurz vor Weihnachten bei Rafa zu Hause und habe Fotos von der Krippe für meinen Blog gemacht. Wollte sie unbedingt meinen anderen Freunden zeigen und ein paar Sätze zu dem spanischen Brauch schreiben. Ein paar Tage nach Weihnachten schickte mir Rafa die Nachricht:
Hola, Kira. Du glaubst nicht, was passiert ist. Der Esel wurde gestohlen. Bei den Nachbarn fehlt der Ochse. Dafür liegt überall ein Stück Turon im Stall. Eine Story für dich? Natürlich war das eine Story für mich. Warum sollte jemand einbrechen, um Holztiere aus Krippen zu stehlen und Turon-Stücke zurücklassen? Ah, was Turon ist? Das ist weißer Nougat mit Honig und Mandeln. Super lecker. Den isst man in Spanien zu Weihnachten, so wie hier Lebkuchen. Ich habe natürlich sofort einen Blog-Eintrag über die Sache geschrieben. Schlagzeile? Wo sind Ochs und Esel? Und dann nichts wie zu Rafa. Tatortbesichtigung. Tatsächlich. Statt des Holztiers lag da ein Stück schneeweißer Nougat in der Krippe. Spooky. Ich hatte den Turon-Tatort gerade fotografiert, da rief Rafa, Innocente, Innocente! Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, in Spanien wird der 1. April am 28. Dezember gefeiert. Am Dia de los Inocentes, dem Tag der Unschuldigen, spielt man sich dort Streiche oder veräppelt einander. Ich war kurz ein bisschen sauer auf Rafa, denn wie stand ich jetzt vor meinen Freunden da? Da ich die Story schon im Blog rausposaunt hatte. Aber Rafa meinte, am Dia de los Inocentes bringen sie solche Stories sogar im Fernsehen. Warum dann nicht auch in meinem Blog? Okay, das klang logisch. Und eigentlich war es ja auch echt lustig, wie er mich drangekriegt hatte. Klar habe ich den Scherz am nächsten Tag aufgeklärt. Von Rafa bekam ich als Entschädigung ein riesiges Turon-Stück. Irgendwie war das besonders lecker. Warum? Das erzähle ich euch ein andermal. Bis dann, hasta la vista, eure Kira. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer.